Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Trienbacher, Personaltrainer aus Karlsruhe. Ja, mit ein paar neuen Clips. Mit Brille lässt sich's besser lesen, weil ich nutze natürlich unterwegs immer dann, wenn ich Einfälle habe, beziehungsweise auch wenn natürlich Nachfragen kommen, Anfragen per E-Mail, per Facebook, was auch immer, oder bei YouTube. Gibt es ja viele PNs, die ich in der Regel natürlich nur pauschal beantworten kann, weil ich nicht die Zeit habe, natürlich jedem einzeln alles ins Detail aufzudröseln bzw. zu erläutern. Schreibe ich mir sowas auf. Oder ich nutze Siri, wenn ihr Siri kennt. Wer kennt Siri? Ich kenne Siri. Das ist die nette Dame aus dem iPhone 5, die mit mir kommuniziert, und der erkläre ich dann, was ich in Zukunft an Videoclips produzieren möchte, und da habe ich ein bisschen was niedergeschrieben oder auch erzählt. Ist zwar etwas verwirrt, was die Siri da zum Teil aufschreibt, weil natürlich das, was ich da erzähle, ist natürlich auch sportartspezifisch, und da kennen sie vielleicht viele Wörter nicht. Ja, und das erste, was wir heute machen, ist einen Clip, beziehungsweise ich habe ein bisschen was für euch zum Thema Muskelpumpen. Also, Brille weg, Handy aus, damit es nicht brummt und zischt und pfeift. Und zum Thema Muskelpump. Der vielbesagte Muskelpump, der für viele der einzigst wahre Indikator ist für Muskelaufbau. Ist es tatsächlich so, dass der Muskelpump dafür entscheidet, inwieweit man hier mit seiner Trainingsplanung, mit seiner Trainingsmethode, mit seinem Trainingsvorhaben tatsächlich im Bereich der Gewinnerzone ist? Der Muskelpump an sich ist ja nichts anderes wie eine Muskeldurchblutung, eine verstärkte Muskeldurchblutung. Und jeder von euch, der regelmäßig trainiert, stellt fest, dass immer dann, wenn er mit etwas niedrigen Gewichten, mit etwas höheren Wiederholungszahlen, etwas langsamer trainiert, auf einmal natürlich einen viel besseren Muskelpump verspürt, einen viel pralleren Muskel hat. Also wäre doch eigentlich das Training mit etwas leichteren, mit etwas höheren Wiederholungszahlen und auch mit kurzen Pausen, wäre das optimale Training für den Muskelaufbau, wenn man da in der Regel den höchsten Muskelpump erreicht. Aber wir wissen ja, für maximalen Muskelaufbau braucht man natürlich auch entsprechend große Gewichte. Und somit ist halt die Frage, was stimmt jetzt da tatsächlich? Also meine Erfahrung, wie auch die Erfahrung aller meiner Kunden, bestätigen immer wieder, dass der Muskelpump recht schön ist und gut ist, aber das ist nicht der maximale Indikator für Muskelaufbau. Und zwar, maximaler Indikator für Muskelaufbau ist natürlich ganz klar, wie viel Gewicht kann ich über einen längeren Zeitraum bewegen, also über einen Zeitraum von 30 bis 40 Sekunden, was recht typisch ist für die Hypertrophie. Wie hoch ist meine Spitzenkontraktion der Muskelfasern, der beteiligten Muskelfasern? Wie viel Muskelfaserbündel kann ich in die Bewegung einbinden? Wie viel Muskelfaserbündel kann ich lange unter Spannung halten? Und das ist meines Erachtens nach fühlbar und auch messbar bei all meinen Kunden der höchste Indikator für Muskelaufbau. Natürlich, ganz klar, zu der ganzen Geschichte kommt natürlich Folgendes dazu. Jeder Mensch unterliegt natürlich einer gewissen genetischen Grundstruktur. Auf der sollte man sich natürlich nicht ausruhen und sagen, naja, gerade ich habe natürlich eine schlechte Genetik, also lasse ich das Krafttraining gleich bleiben, mache überhaupt nichts. So funktioniert es nicht. Jeder kann für seine Verhältnisse maximale Ergebnisse erzielen, aber es gibt Menschen, die kennt ihr auch, die habt ihr auch schon gesehen. Die haben es wesentlich einfacher, weil sie eben, was die Muskelfaserbestückung anbetrifft, eine optimale Muskelfaserbestückung haben, eher natürlich FDG-lastig, glykolytische Muskelfasern, sozusagen schnellzuckende Muskelfasern. Und die haben natürlich eine viel höhere Ausbeute, was natürlich das Muskelvolumen anbetrifft. Und somit sind natürlich viele Indikatoren, viele Parameter dafür zuständig, was erreiche ich tatsächlich an maximalen Muskelaufbau. Und zwar natürlich, klar, ein Stückweise nicht die Genetik, aber die beste Genetik nützt ja nichts ohne Fleiß und Disziplin. Somit verlasst euch nicht auf eure Genetik, aber wenn die stimmt, die Genetik, und dann die restlichen Parameter, wie zum Beispiel auch Hormonsekretion, das heißt, inwieweit mein Körper natürlich hier Wachstumshormone bildet, durch ein intensives Training, inwieweit ich den Körper mit ausreichend allen relevanten Nährstoffen versorge, sodass natürlich hier eben auch der Anabolismus ausgenutzt werden kann und eben die Muskelfasern sich verdicken. Das sind alles Parameter, die sollte man berücksichtigen. Den kompletten Muskelaufbau
in Richtung Punkt zu schieben und sagen, ja, Hauptsache ich habe einen maximalen Punkt und dafür hole ich mir jetzt ein Präparat, was dafür sorgt, dass ich einen maximalen Punkt habe. Ich glaube, das ist mehr so ein Wunschdenken. Klar, ganz klar, muss man jetzt Folgendes zu sagen. Dadurch, dass man einen maximalen Punkt hat, ist natürlich das Gefühl, dass man den Muskel belastet hat, ist natürlich viel größer und dadurch spürt man den Muskel besser. Und somit assoziieren natürlich sehr viele Menschen das, okay, maximaler Muskelpunkt, maximales Gefühl im spürbaren Muskel auf langen Spannungszeitraum, dann muss das ja jetzt wohl eben zum Muskelaufbau führen. Ich denke, wie gesagt schon, das ist ein bisschen Wunschdenken. Allein der Muskelpump, der führt nicht zu Muskelzuwachs. Immer noch größtmöglicher Parameter ist ganz klar, wenn die maximal gehobenen Lasten höher werden, wenn die gesamt gehobene Last pro Trainingseinheiten im Laufe der Zeit höher ausfallen, natürlich immer unter Berücksichtigung, dass die Trainingstechnik passt. Hauptsache Gewicht von A nach B gerissen, steigt natürlich auch die maximal gehobene Last und die gesamt gehobene Last, aber ich nutze natürlich da nicht alle Muskelfaserbündel, beziehungsweise ich arbeite da energetisch sparsam und das passt mit dem Training überhaupt nicht zusammen. Wenn zu dem Ganzen noch dazu kommt, dass das Schlafverhalten, das Ernährungsverhalten vor allem angepasst ist, dass alle relevanten Nährstoffe zugeführt werden, wenn dann noch dazu kommt, dass der Körper natürlich auch über die Möglichkeit verfügt, entsprechend die sämtlichen Hormone für zuständigen Muskelaufbau auch entsprechend zu sekretisieren. Da gehört auch wieder ein gesunder Schlaf dazu, da gehört auch wieder eine entsprechende Nährstoffsubstitution dazu, dass man die Nährstoffe hat. Dann erreicht man unterm Strich für seine Verhältnisse den maximalen Muskelaufbau pro Zeiteinheit. Und diese Zeiteinheiten sind keine 4 Wochen, keine 6 Wochen, keine 8 Wochen. Sondern wenn man im Muskelaufbau redet, dann sollte man so in 3 Monatsschritten denken. Alles andere ist auch wieder Wunschdenken. Viele Leute kommen zu mir und sagen, boah, ich habe in 6 Wochen 3 Kilo Muskelmasse aufgebaut. Dann frage ich ja, wie hast du das gemacht? Würde ich mal gerne wissen, was für ein Geheimnis hast du, was ich nicht habe. Ich habe Kreatin benutzt. Gut, Kreatin gibt natürlich auch einen besseren Pump. Klar, der Muskel fühlt sich besser an, weil natürlich auch ein bisschen mehr Wasser da ist. Und diese 3 Kilo, was dazugenommen wurden, die sind in der Regel keine echte Muskelmasse, sondern eigentlich ein großer Anteil an intramuskulärem Wasser, zum Teil auch je nach Kreatinzufuhr, auch ein Stückweise extrazelluläres Wasser. Das führt zu einer Gewichtszunahme auf der Waage. Aber echte, feste Muskelsubstanz ist in der Regel innerhalb der kurzen Zeit nicht. Und die meisten wundern sich dann, wenn sie auf einmal das Kreatin absetzen, 4 Wochen, 5 Wochen später, ups, da ist nicht viel davon übrig geblieben. Auf einmal sind sie wieder fast auf dem Ursprungsgewicht, manche sind tatsächlich auf dem Ursprungsgewicht. Und da ist die Frage, was hat das Kreatin gebracht? In dem Fall relativ wenig. Das war eine kleine Anmerkung zum Thema Muskelpump. Macht euch mal Gedanken drüber. Ihr könnt natürlich gerne auch unten kommentieren, mal eure Empfindungen schreiben, weil letztendlich ist natürlich auch immer wichtig, wie empfindet man das selber. Habe ich euch jetzt einen Gedankenanstoß gegeben, dass da vielleicht einiges fehlinterpretiert wird? Eine nette Diskussion auf gleicher Augenhöhe, bitte. Ja, also nicht hier, du hast keine Ahnung, bist ein Depp, ich weiß alles. Oder wenn ihr euch gegenseitig hier anpöbelt, macht keinen Sinn, möchte ich in meinem YouTube-Account nicht haben, sondern Diskussion auf Augenhöhe, wir wollen was voneinander lernen. Das war's. Andreas Wienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Deine Fitness, meine Aufgabe.